Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich darf euch hier bei playdrum.de begrüßen und zwar zum ersten meiner Fit for Drums Kurse. Körperliche Voraussetzungen, Beschwerden, Probleme, Schäden, die am Körper auftreten, ist ein ganz, ganz großes Thema, mit dem ganz viele Schlagzeuger zu kämpfen haben. Sei es, dass ihr Verspannungen im Rücken habt, dass ihr Schmerzen habt, dass die Handgelenke Beschwerden bringen und solche Dinge oder ähnliche Phänomene bewirken ja, dass ihr beim Spielen beeinträchtigt seid, dass ihr euch beim Spielen nicht wohlfühlt, dass das Spielen, dass Bewegungsabläufe nicht so funktionieren, wie ihr das gerne hättet. Und genau hier wollen wir ansetzen, damit eure körperlichen Voraussetzungen dahingehend ausgebildet sind, um den Belastungen, die beim Schlagzeugspielen entstehen, dass wir denen entgegenwirken können und dass wir vor allen Dingen an den Ursachen dieser Beschwerden feilen können. Woher kommen die Beschwerden? Schmerzen oder Verspannungen merkt man unter Umständen direkt. Aber langfristige Schäden, langfristige Folgen, die aus unterschiedlichsten Gründen entstehen können, die merkt man nicht sofort, sondern das entwickelt sich erst über die Zeit und irgendwann ist es soweit, dann treten Schäden auf, dann sind die Beschwerden auf einmal so groß, dass ihr ja unter Umständen dann auch eine Pause beim Spielen einlegen müsst oder dass ihr, gerade für die Berufsschlagzeuger ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ihr Produktionen absagen müsst. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig auch auf diese Aspekte einzugehen. Wir wollen uns heute anschauen, wie können wir Ursachen finden, wie können wir Ursachen erkennen, wo Fehlhaltungen, wo ungünstige Bewegungsabläufe liegen, damit wir genau an dieser Stelle anpacken können, dass wir Lösungsansätze finden, dass wir Möglichkeiten finden, die Belastungen und die Beschwerden zu reduzieren, damit ihr euch am Set wohlfühlt, damit das Spielgefühl besser wird und damit ihr natürlich immer weiter lange Spaß am Instrument habt und natürlich auch eurem Beruf nachgehen könnt. Viele dieser Beschwerden und Probleme entstehen dadurch, dass man in unnatürlichen Positionen sich am Set verhält, dass man ungünstige Handlungsweisen an den Tag legt, dass der Körper in Fehlhaltungen gebracht wird. Man eignet sich über die Zeit bestimmte Spielgewohnheiten an. All das können Ursachen sein, sodass starke Belastungen auf den Körper wirken, die sich in Schmerzen, Beschwerden oder langfristig auch Schäden äußern. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel einer unnatürlichen, ungünstigen Fehlhaltung beim Spielen. Also, ihr habt gesehen, ich habe in einer sehr, sehr unnatürlichen, ungünstigen Haltung gespielt, die sehr, sehr starke Belastungen für den Schulter-, Rücken- und Nackenbereich mit sich gebracht hat. Ich möchte euch heute einige Möglichkeiten zeigen, wie ihr Lösungen findet, wie ihr auch erkennt, in welchen Fehlhaltungen, in welchen ungünstigen Bewegungsabläufen ihr euch befindet am Set. Dazu setzt euch ans Set. Nehmt euch bekanntes Übematerial, mit dem ihr sowieso arbeitet, nehmt euch ein paar Songs oder improvisiert ein bisschen. Und zwar sollte das mindestens eine Dauer von 20, 30, wenn nicht sogar 40 Minuten haben. Das liegt daran, wenn ihr eure Haltung, eure Bewegungsabläufe kontrollieren wollt, ihr seid total motiviert, sagt, okay, jetzt kontrolliere ich das, jetzt spiele ich aber richtig. Und genau in den ersten Momenten, in den ersten wenigen Minuten ist man noch so motiviert, man ist so im Fokus, wir kontrollieren die Haltung, wir kontrollieren unsere Bewegungsabläufe, dass man dann auch automatisch in korrekten Verhaltensweisen am Set spielt. Die ungünstigen Handlungsweisen, die Angewohnheiten, die man sich über die Jahre angeeignet hat, die kommen allerdings erst im Spielfluss mit der Zeit zum Tragen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr einen langen Zeitraum spielt. Also 20, 30 Minuten, los geht's. Also, wenn ihr dann eine gute halbe Stunde gespielt habt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr erkennen könnt, in welchen Fehlhaltungen, in welchen Bewegungsabläufen ihr euch beim Spielen befindet. Die erste Variante ist, dass ihr euch auf Video aufnehmt. Nehmt euch eine Videokamera dazu oder drückt eurer Freundin das Handy in die Hand, dass die euch beim Spielen aufnimmt. Dann habt ihr anschließend die Möglichkeit, euch selber zu sehen
Und dann seht ihr auch, ihr erkennt auch direkt, in welchen ungünstigen Bewegungsabläufen, in welchen Fehlhaltungen ihr gespielt habt, wo bestimmte Probleme liegen und wo Optimierungsbedarf besteht. Die zweite Variante ist, dass ihr euch einen Spiegel ans Set stellt. Dann könnt ihr euch direkt beim Spielen sehen. Dabei ist allerdings einiges zu beachten. Stellt euch den Spiegel direkt vor das Set auf, dass ihr euch gerade seht. Wenn ihr den Spiegel zum Beispiel seitlich aufbaut, müsst ihr euch beim Spielen in eine ungünstige Haltung drehen, damit ihr euch überhaupt sehen könnt. Und genau diese Fehlhaltung, die ihr dann automatisch einnimmt, die wollen wir ja eigentlich verhindern. Also nicht in eine seitliche Position gehen, wo ihr hier automatisch verdreht seid, sondern frontal schauen. Der Nachteil ist, dass ihr einen eingeschränkten Blickwinkel habt und wichtige Blicke, die zum Beispiel von der Seite gerichtet sind, damit leider nicht möglich sind. Da wäre dann der Vorteil, dass ihr euch auf Video aufnehmt, weil ihr da verschiedene Blickwinkel einstellen könnt. In der dritten Variante ersetzt ihr den Hocker durch einen Gymnastikball. Ihr spielt ganz normal auf dem Ball sitzend und beobachtet dabei, was sich verändert. Der Ball stellt eine ganz andere Unterlage dar, die viel, viel instabiler ist. Dadurch müsst ihr euer Gleichgewicht, eure Haltung ganz anders ausrichten und ihr werdet euch ganz anders am Set bewegen. Probiert es mal aus. Spielt auch hier 20, 30, 40 Minuten. Und dann schauen wir mal, reden wir gleich mal darüber, was passiert ist. Okay, jetzt habt ihr nochmal 20, 30, 40 Minuten auf dem Ball gespielt. Beobachtet euch und euren Körper beim Spielen auf dem Ball. Was verändert sich im Vergleich zu vorher? Wie ist eure Haltung? Wie sind die Bewegungsabläufe? Treten Veränderungen auf? Welche treten konkret auf? Ich habe euch zu diesem Workshop passend ein PDF-Dokument beigefügt. Da sind verschiedene Kriterien aufgelistet, anhand derer ihr euch orientieren könnt. Dazu zählen beispielsweise die Lockerheit im Oberkörper, die Arm- und Beinhaltung, Lockerheit in den Muskeln, der Kraftaufwand beim Spielen. Im nächsten Schritt wollen wir das Ganze nochmal auf den normalen Hocker zurück übertragen, weil es ja in der Regel nicht so oft vorkommt, dass ihr auf einem Gymnastikball eine Probe oder einen Gig bestreitet. Spielt jetzt nochmal diesmal wieder auf dem Hocker sitzend, auch wieder 15, 20, 30 Minuten. Und übertragt die Erkenntnisse, die ihr eben gewonnen habt, auf das normale Spielen. Über diese Möglichkeiten findet ihr Wege, wie ihr Fehlhaltungen, ungünstige Bewegungsabläufe etc. erkennt. Ihr entwickelt eine Sensibilität dafür, ihr verbessert euer Körpergefühl, sodass ihr eure Aufmerksamkeit während dem Spielen auch immer wieder auf den Körper, auf die Bewegungsabläufe und auf die Beschwerden und Probleme, die auftreten können, richtet. Also, ich habe euch nun verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie ihr ungünstige Bewegungsabläufe, falsche Haltungen und ungünstige Angewohnheiten beim Spielen erkennen könnt. Wichtig ist, dass ihr regelmäßig an diesen Dingen arbeitet, dass ihr die Sensibilität dafür erhöht, dass ihr ein Körpergefühl entwickelt, wann ihr in ungünstigen Bewegungsabfolgen, in Fehlhaltungen seid, damit man genau an diesen anpacken kann und daran arbeiten kann. Weil nur darüber lassen sich Beschwerden und Probleme auch reduzieren und minimieren. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr euch Notizen macht, schreibt euch auf, wo liegen Belastungen, wo liegen ungünstige Fehlhaltungen, wo treten Probleme auf. Wenn ihr das ganz konkret benennen könnt, dann schaffen wir es auch, Übungen zu finden, Lösungen zu finden, um diese Belastungen und Beschwerden zu reduzieren.
Hierzu auch die Möglichkeit, schickt uns Videos von euch, schickt uns Bilder. Wir schauen uns das an. Wir geben euch ein Feedback über euer Spielverhalten, über mögliche Fehlhaltungen, über ungünstige Handlungsweisen. Auch dann haben wir die Möglichkeit, dass ihr Rückmeldungen bekommt, dass wir dann Übungen finden, mit denen wir an eurem Spielverhalten, an euren körperlichen Voraussetzungen arbeiten können.